Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und heute will ich einfach mal Danke sagen. Zum einen natürlich Danke an euch alle für die unglaublich positive Resonanz, die ich jedes Mal von euch bekomme. Zum anderen aber auch Danke an Bushido und Flair, die meine Reviews zu Epic und Black Friday einfach mal auf ihren offiziellen Twitter- und Facebook-Profilen mit ihrer Community geteilt haben. Hammer Aktion auf jeden Fall. Danke vielmals für den Support an euch beide. Ich habe mir zu der ganzen Sache mal ein paar Gedanken gemacht und die würde ich jetzt gerne mal mit euch teilen. Ich bin ja bekanntlich kein professioneller Journalist oder Musikkritiker und habe in der Hinsicht auch keinerlei Background. Ich bin einfach nur leidenschaftlicher Musikfan, dem es Spaß macht, Musik zu analysieren, das Ganze auch auf das Drumherum auszuweiten und Dinge auch kritisch zu hinterfragen. Bushido ist der größte Rapper Deutschlands und teilt meine Review zu Black Friday mit seinen fast 2 Millionen Facebook-Fans. Flair hat momentan so viel Hype wie kaum ein anderer und teilt meine Review zu Epic mit seinen fast 700.000 Facebook-Fans. Beide genießen in der Deutschrap-Szene ein Standing, an dem es einfach nichts zu rütteln gibt. Und trotzdem sehen beide es als verhältnismäßig an, meine Videos zu ihren Alben zu posten. Für mich zeigt das einfach mal, dass sowohl Flair als auch Bushido nach all den Jahren im Rap-Geschäft die Nähe zu ihren Fans nie verloren haben. Es zeigt mir weiterhin, dass beide mit der seriösen, echten Musikpresse hochgradig unzufrieden sind, was sich mit meiner Meinung deckt. Ich habe zumindest nicht gesehen, dass Flair oder Bushido irgendwelche Rezensionen von Laute.de, Juice oder Backspin gepostet haben. Die kann man leider wirklich momentan alle vergessen, da sie entweder Arschkriecher sind oder Leute, die einfach keine Ahnung haben. Ich investiere in meine Videos immer mehrere Tage Arbeit und intensive Recherche, um euch an den verschiedensten Stellen dann immer wieder interessantes Hintergrundwissen zu irgendwelchen Features oder Lines auf dem Album zu geben. Und wenn ich eure Kommentare so lese, kann ich definitiv raushören, dass ihr das auch seht. Und dann kommt da zum Beispiel so ein Aria von hiphop.de und macht ein 15-Minuten-Video über Epic, in dem man einfach in jeder Sekunde raushört, dass der Typ sich null mit dem Album beschäftigt hat. Vielleicht einmal kurz gehört und dann hat er eine Deadline gehabt, dass er das Video drehen musste. Dann wird halt schnell sowas zusammengewichst. 15-Minuten-Video, in dem er wirklich erst beschreibt, warum er das Album cool findet, und dann sagt er, dass er es sehr nice findet, dass er das Album seinen monotonen Film so strikt fährt, kritisiert dann aber ein bisschen später wieder, dass das Album zu monoton ist und sagt dann auch, dass das Album nicht so gut ist wie Vibe, weil es auf Epic nicht so viele Statements gibt. Also was er sich da zusammenschwafelt, ist gemessen an einem Kanal mit einfach mal über 500.000 Abonnenten absoluter Absturz. Bushido und Flair beweisen mir mit dem Posten meiner Videos aber auch, dass sie definitiv kritikfähig sind, und das macht die beiden für mich einfach unhatebar. Denn auch wenn beide Reviews ein durchaus positives Fazit hatten, hatte ich sowohl bei Epic als auch bei Black Friday einiges zu kritisieren. Bei Black Friday habe ich zum Beispiel völlig ungeschönt gesagt, dass ich die Features von Ali Boumaier und Shindy durchaus schwach fand. Und bei Epic erhob ich den Vorwurf, dass man sich auf Gang für immer meiner Meinung nach viel zu sehr bei Money Go von Belly bedient hat, und dazu habe ich das Album auch noch ein bisschen schlechter bewertet als den Vorgänger Vibe. Wenn Flair und Bushido wirklich solche abgehobenen Proleten wären, für die sie immer gerne dargestellt werden, hätten sie sich mit so einer Art von Kritik gar nicht befasst. Sowohl Bushido als auch Flair zeigen jedoch, dass sie durchaus bereit sind, Kritik anzunehmen, solange sie denn aus dem Fachkreis kommt. Und vom Fach ist meiner Meinung nach kein spießiger Schnösel aus der Laut.de-Redaktion, sondern jemand, der Deutschrap seit Jahren leidenschaftlich und intensiv verfolgt, gleichzeitig supportet, aber auch kritisch hinterfragt und sich dadurch durchaus ein breites Spektrum an Hintergrundwissen angeeignet hat. Das hat meiner Meinung nach einfach was mit Real Recognize Real zu tun. Also danke auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle an Flair und Bushido, das ist wirklich ein unglaublicher Motivationsschub für mich.
Bushido geht ja im Dezember auf große Black Friday Tour und ich hatte eigentlich auch geplant, zu der Zeit mal nach Deutschland zu kommen. Sollte dem wirklich so sein, werde ich auf jeden Fall versuchen, in Berlin oder in Leipzig mit dabei zu sein. Ich habe jetzt auch vor, wieder öfter vor die Kamera zu treten, also gewöhnt euch schon mal dran. Ansonsten war's das von mir erstmal an dieser Stelle. Passt gut auf euch auf und lasst es euch gut gehen, meine Freunde.